Hey ho, meine lieben Schnuffel-Teddy-Krauler! Wir sind immer noch bei Schloss Sauronix und legen uns jetzt mit Gegnern aus Final Fantasy X an! Okay, greif an! Greif an! Du benutzt die mächtige Falkenrune und du kannst mittlerweile mit deinem Stäbchen auch angreifen, Freundin Erish. So, ich meine, normale Gegner kann sie angreifen. Nein! Punching! Angriff! Nicht schmerzen, so, automatische Todesattacken. Ach, come on! Oh, überwinden kritische Treffer tatsächlich etwa die Abwehr des Feindes oder warum hat das so wahnsinnig viel gebracht? Es ist egal, ich bin wieder über 100 Millionen? 100, ich meine über 1 Million, glaube ich, irgendwie oder so, irgendwie werden wir deshalb herum. So, wir ziehen unverrichteter Dinge unser Schwänzlein ein, weil wir in Schloss Sauronix nichts machen dürfen. Außer mit den lieben Panthern spielen. Spiel, Spiel, Satz und... Oh, er hat ihm nur die Haare gemacht und sie giftig angemalt. Und auf seine letzten Kräfte wuchs er eins mit dem Boden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich Erish ein wenig Zeit gegeben habe. Ja, Belkut, ich weiß schon. Und der liebe... Der Ego-Thorsten möchte aus irgendeinem Grund gerne sehen, dass ausgerechnet Richard sich mit dem lieben Childeric oder Kilderic oder Killen anlegt. Ich habe ja zuerst gedacht, der hat sich so ein kleines bisschen vertan, weil ja eigentlich Belkute derjenige gewesen ist, der während der, wie heißt der, Heiligen Spiele oder wie die hießen? Der saftigen Spiele von Schakalotti es aufgrund der Vergiftung nicht geschafft hat, gegen ihn anzustinken. Und deswegen hätte es meines Erachtens Belkut am ehesten und am meisten von allen verdient, ihm mal ordentlich das Fressbrett zu entrosten. Oder was das sonst sein soll, was ihm da so ins Gesicht gesprungen ist und verunstaltet hat. Ich glaube nicht, dass es Narben sind. Weißt du, woher ich diese Narbe habe? Wie war das noch von meinem Papa mit der Rasierklinge von unten? Naja, es ist eine schlechte Joker-Impression aus dem The Dark Knight Rises. Nee, Quatsch. The Dark Knight. Oh! Hey, hier sind wir, Prinz. Sie haben sich rausgeschlichen. Rohkral! Hey, Leute! Ah, wir haben auf euch gewartet, eure Hoheit. Keine Sorge, hier werden uns Godwins Soldaten nicht finden. Schön, aber was ist los? Ich weiß, was du fragen willst, Miyakis. Die hat schon gefragt! Es ist unverzeihlich, dass es der Drachenkavallerie nicht gelungen ist, die Invasion durch Armes zu verhindern. Die Drachenkavallerie ist die erste Verteidigungslinie des Königinnenreiches und wir haben versagt. Aber... Wir wissen auch nicht, was los ist. Der Kommandant gibt keinen Befehl zum Ausrücken. Warum, sagt er auch nicht. Und er äußert sich auch nicht dazu, warum er es zulässt, dass die Soldaten Godwins sich um das Schloss schleichen. Prinz, ihr müsst mit dem Kommandanten reden. Bitte. Wenn er uns nicht sagen will, redet er vielleicht mit euch. Ich bringe euch um. Ey, ich bringe eure Hoheit mit den Pferden dorthin. Die Godwin-Soldaten merken nichts, wenn wir vom Fluss auskommen. Krank! Ich hoffe, es ist nicht krank! Wir dürfen. Dann ist das Praktische, dass die Dinger ja auch zu Flusspferden werden können. Also, nicht ganz so fett. Danke, mein Braver. Mein lieber Lance. Lance, meine ich. Braver Lance. Lance Armstrong. Grunk! Ist das schon Grunk? Ich bin einfach unverbesserlich. Miyakis, du verwöhnst ihn viel zu sehr. Du wärst wohl gern an Lances Stelle. Was, Grunk? Woher weißt... Nein, natürlich nicht. Genug getrödelt, ihr beiden. Wir haben was zu erledigen. Na gut, die können sich in der Ecke vergnügen. Mit den Pferden. Eure Hoheit, wenn ihr bitte hier entlang kommen würdet. Ich komme! Los, schneller! Rook ist der Gruppe beigetreten, der Rahal auch. Okay, die kommen alle mit. Alle kommen sie mit zu uns. Gut, was haben wir denn da Feines? Wir wollen doch mal gucken, was die Elos Formationos denn so sagt. Also wir haben jetzt mal geschmeidige 4 Nahkämpfer hier im Boot. Moment, ging da nicht was? Oder sowas.
Kann ich die da oben alle platzieren? Ich glaube nicht. Da gab es nicht irgendwie die starke Mann-Taktik. Ich meine, das kann ich auch schon fast benutzen. Ja, come on! Da kann ich die auch mal benutzen. Booyah! Nein, so. Du, depp, depp. Depp, depp. Und damit ist es schon fertig! Yay! Gut. Moment, ich muss... Ja, ich erinnere. Ich erinnere mich. Wo es jetzt lang gehen muss. Wenn ich... Achso, nee, doch, ich erinnere mich. Doch. Gut, ich hätte mir also diesen einen Rückweg total sparen können, um mir diesen Epos-Skill noch zu holen, der da oben in der Schatztruhe gewesen ist, weil ich ja sowieso nochmal hierhin zurückkehren werde. Aber nun gut. Ich hoffe, dass meine Leute... Ich meine, die sind wahrscheinlich auch wieder mit Stufe 1 Waffen ausgerüstet, oder? Wo kann ich das? Kann ich das irgendwo sehen? In der Statistik vielleicht? Rook. Ja. Also, mal ganz ehrlich, Baggeratan! Ist das eine niederländische Waffe? Wer war das andere noch? Rahal, genau. Rahal, der Weise. Oh, er hat der Kuthen Kasma. Oder Kuthen Kasma. Gut, schlecht, wie auch immer. Also, ich finde es nicht so hundertprozentig glaubwürdig, dass so, ich sag jetzt mal, Elite-Ritters-Leute, die für das Wohl des Reiches quasi die Bundespolizei abgeben und an den Grenzen die Übertreter wieder rausschmeißen, nur Stufe 1 Waffen haben. Also, mal ganz ehrlich, das ist ja, wenn man in Fire Emblem quasi im letzten Drittel des Spiels irgendwie noch so Stufe 1 unentwickelte Einheiten bekommt und sich fragt, hey, warum knicken die mir jetzt andauernd weg, wenn die einen Schlag abkriegen? Na gut, ganz so eklatant ist es dann wohl doch nicht hierbei. Aber, ich meine... Bitte! So wenigstens Stufe 7 oder sowas dürfte doch zu diesem Zeitpunkt wenigstens drin sein, oder nicht? Oh, dürfen wir nicht reingehen, oder was? Prinz, hier ist das Büro des Kommandanten. Ich weiß, ich war schon mal drin! Bitte trittet ein, eure Hoheit. Mach Platz, Punk! Geht sie nach innen oder nach außen auf? Das wäre jetzt noch interessanter zu wissen. Wenn ich mir den Fuß nicht presse. Mister, ich habe doch gesagt, dass ich niemanden spucken? Eure königliche Hoheit. Wem haben wir die Anwesenheit eurer königlichen Hoheit an diesem Tag zu verdanken? Ich glaube, das ist klar. Du weißt, um was wir dich bitten wollen, Craig. Ja, ich weiß. Ihr müsst mich verstehen. Ich habe versprochen, die Drachenkavallerie würde alles tun, um fremde Eindringlinge jeder Art zu vertreiben. Und ich kann nicht zur Entschuldigung anführen, dass ich dieses Versprechen breche. Dennoch muss ich eurer königlichen Hoheit mit Bedauern mitteilen, dass die Drachenkavallerie nicht ausrücken kann. Aber warum, Craig? In Falena gab es eine Invasion. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Drachenkavallerie kann diese Information nicht preisgeben. Wir bedauern es zutiefst. Rook! Rahal, was ist da los? Kommandant, ich muss mit euch sprechen. Wir tun das nur ungern, aber wenn ihr eure Meinung auch für seine Hoheit nicht ändert, lasst ihr uns keine andere Wahl. Kommandant, vergebt mir, aber ich werde mit Ihnen gehen. Rook! Und auch ich habe vor, seine Hoheit zu begleiten. Auch ihr zeigt euch so rücksichtslos, Rahal! Ich hatte schon vorher Zweifel an euren Entscheidungen, Kommandant, aber letztendlich waren sie doch immer richtig. Ich kann keinen Grund sehen, warum ihr nicht den Befehl zum Ausrücken gebt, Kommandant. Aber ich denke, dass sich eure Weisheit auch dieses Mal zeigen und eure Entscheidung als richtig erweisen wird. Und trotzdem, die Drachenkavallerie ist dem Land und den Flüssen von Falena zur Treue verpflichtet. Ich muss zur Waffe greifen, wenn das Land Falenas dies erfordert, auch wenn das gegen euren Befehl ist, Kommandant. Rook, Rahal, danke. Habt vielen Dank, Jungs. Zu euren Diensten, Prinz. Ich weiß nicht, wie sehr wir beide euch von Nutzen sein können, aber bitte erlaubt uns, eure Hoheit zu begleiten. Ich möchte euch darum bitten, Lance und Flail hier zu lassen. Was? Kommandant. Eure königliche Hoheit, ich bitte lediglich darum, dass ihr gut auf die beiden aufpasst. Freundschaft! Ja, yeah, wir sind Freund mit Rook! Und er hat einen geileren Irokesen als Pierre! Und Rahal...
ist nicht so weiß wie Pierre. Ich habe keine Ahnung, was ich zu dem sagen soll gerade. Hat die schöneren Haare, die schönere Rüstung, das hatten wir auch alles schon. Aber mir missfällt es, dass ich die Viecher zurücklassen muss. Das ist ja doof, kopfmäßig. Moment mal, ich gehe jetzt mal zurück, weil... Und jetzt hört mir genau zu. Es wäre doch eine Arschlochigkeit sondergleichen, wenn wir jetzt einfach so aus dem Schloss durch den Haupteingang passieren können, würden, wie auch immer, wenn wir vorher aufgrund der lauernden Ordnungseinheiten der Godwins dort nicht lang gehen hätten dürfen, ne? Und deswegen ist mein überlegener Intellekt sofort auf die Idee gekommen. Es hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ausprobieren möchte, ob ich die Viecher nicht doch mitnehmen kann. Wieder zu Wasser wegzulaufen. Moment mal. Wenn die Godwins das Ding hier belagern, oder zumindest da aufpassen, was da vorher ist, und er, der Kommandant von uns verlangt, ohne die Viecher wieder abzuhauen, schickt er uns dann absichtlich in den, ja, in die Gefahr, in den womöglichen Tod? Das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ich hoffe, dass wir in nächster Bälde mal erfahren werden, woran diese Kacke jetzt liegt, dass wir... Oder dass die hier nicht eingreifen. Haben die seine Tochter gekidnappt oder sowas? Es muss irgendwas Größeres, Fieseres da... dazwischen stehen, würde ich sagen. Wir sollten uns schleunigst zu Schloss Morgenrot aufmachen, Eure Hoheit. Die Invasoren dringen ständig weiter vor. Je länger wir warten, desto größer die Gefahr für das Schloss Eurer Hoheit. Warum musste ich bloß versprechen, dass ich die ganze Drachenkavallerie mitbringen würde? Ja, ich wünschte auch, wir wären mehr. Ich weiß immer noch nicht, was zum Teufel der Kommandant sich nur denkt. Der Kommandant wird die Drachenkavallerie schließlich doch nur zur Rettung einsetzen. Darauf vertraue ich. Vertraue. Und bis es soweit ist, müssen wir die Armee Eurer Hoheit helfen. Das ist unsere Pflicht. Wir sollten auf Flail und Lance reiten. Lance! Bis wir ganz sicher außerhalb der Sichtweite der Godwin-Soldaten sind. Ja, das heißt also, wir dürfen sie doch mitnehmen? Man kann doch nicht Lang, dass die alleine wieder zurück... Jetzt fehlt nur noch, dass die beiden winken! Guter Junge, brav! Krank! Mach's gut, ihr Braven. Krunk. Und da gehen sie hin. Wir sollten dann nochmal los. I suppose you are absolutely right, my dear friend. But we will do the blinking move and will... Moment. Wichtig, teleportieren. Ja, achso, ich sollte unten noch auf Ja gehen. Ja, genau. Geht doch. So, zumindest haben wir jetzt zwei neue Gefährten auf unserer Seite. Now, the question is, what we do every time when we get new colleagues into our party? I think about changing them for better dudes in my party. But we do not do yet. So, ich sollte wieder auf Deutsch reden, sonst kacken sich alle an. Also, ich werde die Leute aus meiner Party, jetzt den neuen Rook und den blauen, langhaarigen noch nicht austauschen. Einfach, erstmal gucken, was die nächste Mission ist und wen wir jetzt wieder automatisch in die Party reinkriegen, gell? Ein herzliches Biber-Willkommen, Eure Hoheit. Und noch ein herzliches Zwergen-Willkommen. Und habe ich es nicht gesagt? Ich werde da sein, Mensch! Ich sehe zwei Drachenkavalleristen. Der Rest wartet wohl draußen, Eure Hoheit. Na, eigentlich nicht. Bitte verzeiht mir, wir konnten nur Rook und Rahal mitbringen. Unser Kommandant hat uns gesagt, dass er die Drachenkavallerie nicht ausrücken lassen kann. Er will nicht sagen, warum. Das ergibt doch gar keinen Sinn! Doch, eigentlich schon. Es bedeutet, dass Godwin vor uns bei ihm war. Unser Kommandant würde sich nie mit Godwin zusammentun, das glaube ich nicht. Eine schwere Anschuldigung gegen den angesehenen Kommandanten der Drachenkavallerie, bist du sicher? Sagen wir, ich habe da so ein Gefühl. Nun, wir müssen uns wohl mit dem zufrieden geben, was wir jetzt haben. Richtig. Eure Hoheit, der Feind rückt immer schneller vor. Childerics Truppen steuern auf Leclerc zu. Und Lord Lake liegt auf der direkten Marschroute der südlichen Gebirgsjäger von Armes.
Wir müssen uns wohl nur um diese beiden Sorgen machen. Das westliche Marinekorps von Armes hat Estris nicht verlassen. Shulya Valya, Kommandant des westlichen Marinekorps, ist daher gemäßigt in außenpolitischen Belangen. Ich würde vermuten, dass er seine Truppen lediglich entsendet hat, um die Dinge im Auge zu behalten. Lasst nur eine kleine Anzahl Soldaten an der Front im Osten. Der Rest sollte Leclerc und Lord Lec verteidigen. Lassen die sich überhaupt verteidigen? Die Chancen stehen recht schlecht. In beiden Städten befinden sich immer noch eine große Anzahl an Zivilisten. Wir müssen mindestens so lange aushalten, bis die Zivilbevölkerung evakuiert werden konnte. Das ist der ganze Plan? Entspricht nicht ganz deinem sonstigen Standard. Ich nehme das als Kompliment. Ich habe die Evakuierten aufgetragen, alles zu ernten und alle Lebensmittelvorräte vor dem Gehen zusammenzutragen. Willst du wirklich so weit gehen? Ja, es ist bereits alles im Gange. Der Nachschub des Feindes muss einen langen Weg zurücklegen, vor allem der Besucher aus Armes. Ihre Vorräte sollten bald erschöpft sein und ich werde nicht zulassen, dass sie sich vor Ort versorgen können. So sieht die derzeitige Situation aus, Eure Hoheit. Wir müssen Leclerc und Lord Lec schützen. Ich werde die erforderlichen Truppen entsenden. Welche Streitmacht möchtet ihr befehligen, Eure Hoheit? Ich muss nachdenken. Und das... In Ordnung, aber wir haben nicht viel Zeit, Eure Hoheit. Wir dürfen nur noch einmal übernachten. Na, nicht ganz, aber... Ich werde die Gelegenheit nutzen, um mal speichern gehen und euch danach wiedersehen. So, meine Liebchen, ich bin wieder da und ich würde vorschlagen, dass wir uns, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, mit Leclerc beschäftigen werden, weil der fiese Childeric dort aufläuft. Da kann mir die UNICEF-Kinderhelfer mal gestohlen bleiben. Der wird eins aufs Fressbrett kriegen, hoffe ich doch. Deswegen gehe ich nach Leclerc. Nee. Ach Gott, ich spreche es schon wieder falsch aus. Lelka. Also gut, so ist die Lage. Lugas Flotte liegt derzeit im Norden von Lelkar. Rathfleet verhindert ihr weiteres Vordringen. Ihr müsst also Truppen westlich von Lelkar stationieren und General Novum Soldaten angreifen. Scheiße, das wird... Wir helfen euch, Eure Hoheit. Darauf könnt ihr euch verlassen. Boss, Din, die Verteidigung Lord Lakes liegt in euren Händen. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir werden seine königliche Hoheit nicht enttäuschen. Eure Hoheit, die Verteidigung Lord Lake ist bei unseren Kämpfern in guten Händen. Also dann, Eure Hoheit, ihr gebt den Befehl. Ja! Okay, wir rücken aus. Toller Befehl. Hättet... Jubel! Tralala! Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht taub, wenn doch... Pech. Blablabla. Okay... Bogen-Bogen-Cover... Okay, ich hätte jetzt... Hä? Moment mal. Ist das jetzt eine... Oh Gott, das ist wieder eine geteilte Mission, oder? Einmal Schiff und einmal Nicht-Schiff. Yo! Kamm-Dahak ist gut. Kamm-Schiff ist, glaube ich, auch ganz gut. Vielleicht... Ich muss jetzt erstmal gucken. Deswegen sage ich mal, bis gleich. Okies, da sind wir wieder. Ob das jetzt so eine fantastisch tolle Idee ist, weiß ich nicht. Aber wenn wir schon auf den Wassern kämpfen, dann nehme ich natürlich wieder meine Biber mit. Die ziemlich gut gegen Boote sind. Genereller Natur, das freut mir. Ja, dann habe ich ein bisschen Bogenschiff, Kampfschiff und die Dahak. Ich hoffe, dass ich damit einigermaßen gut aufgestellt bin. Ein Rammschiff habe ich jetzt nicht dabei. Ja, ansonsten zweimal Bogen, zweimal Infanterie und einmal beste Kavallerie ever. Und hoffen wir mal, dass es ausreichend ist, was sich mir jetzt hier so entgegenstellt. Hoffentlich nicht wieder so eine scheiß Angriffsmission wie beim letzten Mal. Oh mein Gott. Ich habe nicht viel und sie haben viel. Verteidigung von Lelkar. Ich hoffe, das war nicht die Schlacht von Lelkar, wo ich letztes Mal so versagt habe. Ziel dieser Operation ist es, genug Zeit zu gewinnen, um die Evakuierung der Bewohner der Stadt sicherzustellen. Das alles ist außerdem Teil unserer Strategie der tiefen Verteidigung. Es ist wichtig, den Feind zu zermürben, aber das hat nur dann Sinn, wenn wir nicht zu viele Verluste erleiden. Handelt nicht voreilig, Eure Hoheit.
Lasst Lugas Flotte nicht in die Nähe von Lelka! Ja, Raya, wir haben da noch etwas zu erledigen. Er tötet sie! Tötet sie! Tötet sie alle! Lelka hat sich der Rebellenarmee angeschlossen. Zeigt ihnen, was mit Städten passiert, die ihre Majestät die Königin verraten! Tötet alle Rebellen! Tötet sie! Er ist außer Kontrolle, verdammt. Bringt es uns wirklich etwas, jemanden wie ihn auf unserer Seite zu haben? Versuchen wir, das Beste aus dem zu machen, was wir haben. Wir müssen alle Soldaten gleichzeitig reinschicken. Vorwärts, Männer! Wir müssen LK einnehmen! Nein, bitte nicht! Ja, give it to me, baby. Wo bin ich? Wo kommen die Gegner her? Das ist jetzt die Frage. Okay, gucken wir mal. Das sind meins? Meins. Schwach? Stark! That's now the question, where will they? Strike me down! Ah, oh, they're coming from many sides! Schwach? Noch schwächer? Ich hoffe, ich habe... Du hast weg! So, noch schwächer. Oh Gott, das sieht nach einer ziemlich gammeligen Startweise aus. Okay, Bogenschützen. Gut, so, da sind... Oh, wunderbar, greifet mir sie hier an. Okay, sie kommen! Angriff! Angriff, schneller Angriff! Lauf du rein! Ich habe wenig Lust, meine Zeit mit diesen Rüpeln zu vergeuden. Achso, winden wir sie erstmal weg. Das ist leider nur das Einzige. Man sieht nämlich hier noch die schmuckligen Sternenrune, die ich noch einmal einsetzen kann. Nicht in die falsche Richtung laufen, Kumpels! Sie laufen in die falsche Richtung! Jawohl! Die wollen sich mit uns schlagen, das können sie gerne haben! Moment, wir sind... Armee der Godwins. Ja, komm, mach einen normalen Angriff. Ich hasse diese scheiß Pferdemenschen! Ja, wir sind noch einigermaßen... parat. Ihr lauft dahinter... Mach was! Fräuleinsen! Oh oh! Ich werde euch die Kraft der Schwertkämpfer aus Kaneka spüren lassen. Tu das. Das kannst du hoffentlich auch gut. Ich glaube, ich habe gerade versehentlich die richtige Entscheidung getroffen. Da bin ich stark gegen, also bin ich gleich. Was ist das hier? Ja, komm, kämpfen wir nochmal weiter gegen sie. Wir behalten uns die Attacke für den Fall auf, dass... die anderen Penner angreifen. Wundervoll! Das wird eine Schlachtfest. Komm, wir kämpfen normal jetzt gegen sie. Weil ich glaube, dass diese elementbasierenden Angriffe... Sind sie ganz tot? Nein, sie sind noch nicht ganz tot. Nein, nicht in ihre falsche Richtung, ihr Plötzkis. Ja, dankeschön. Danke. Lelka, nie wieder. Wenn ich hier versage, gehe ich nach Lord Lake. Die können mich mal. Gut. Haben sie ihr Sperrfeuer? Ich will nie was tun, Mensch. Wir sparen uns den Wind auf. 70 zu 46. Passt. Noch, zumindest. Noch. Haben wir sie jetzt endlich niedergeknüppelt? Ja, sie sind tot. Ausgezeichnet. Bewegt ihr? Haben wir Heilung zufällig hier in der Region? Das wäre deutlich schön. So. Stark und stark gesellt sich gern. Oh, das sind 300er. Bewegt euch einfach mal nach vorn. Es geht los. Wir werden ihnen zeigen, was die Zentralinsel drauf hat. Ja. Hoffe ich doch. Habe ich noch irgendwie Fernkampfmöglichkeiten mit euch übrig? Na, müssen wir mal schauen. Ja, ich habe noch Sperrfeuer und ein bisschen Wirrwarr. Aber ich hab sie ordentlich dran gekriegt, die Knaben. Ihr werdet es bereuen, den Kampf mit diesem Schiff aufgenommen zu haben. Das hab ich doch. Wir werden es hoffentlich nicht bereuen, diese Schlacht mal angefangen zu haben. Mal sehen, ob ich die in dieser Folge noch durchkriege. Das
kommt ein bisschen unerwartet. Okay, da hat die Dark All die Stampf gemacht. Die Beavers, kommt ihr Beavers. Nein. Nein, sie haben sich geheilt, die Pisser. Eine fucking Wasserrune. Dann ist es jetzt an der Zeit, eine Los Atacos durchzuführen, glaube ich. Und dann sollte ich mal ganz schnell diese Truppe hier heilen. Das kann ich nämlich auch. Aber ein normaler Angriff sollte auf mich noch drin sein. Genau, renn zum Kartenrand. Oh Gott, da kommen sie, sie kommen. Da oben kommen sie noch. Schnell. Schnell wieder Wien. Yeah, don't let them get away. Muss ich jetzt hier eigentlich alles umbringen oder bin ich jetzt einfach nur zu weit nach oben gelaufen? Messer dich mit den... Oh, 5! Ich möchte mal... eigentlich meine Biber gerade mal in Stellung bringen, aber ich darf ja nicht! Aber glücklicherweise geht das... Ui. So, Heilung? Auf dich selber? Ach Gott, also ich hasse dieses Kampfsystem in den Strategiekämpfen. Meine Güte, ne? Die Dahak hat noch Möglichkeiten, okay. Biber! Eines sage ich euch, wenn einer von euch ein schickes Mädchen unter den Falten sieht, sagt er Bescheid, okay? Wir sind gleich. Dann reitet einfach mal gegen sie. Wollte eigentlich diese Nappels von da oben irgendwie langsam mal niederreiten. Oh, ich bin schon fast im Arsch. Ist das nicht schön? Versenkt sie! Versenkt sie einfach, please! Okay, das war ein Fehler, die Biber mitzunehmen, weil ich komme nicht dazu, irgendwas zu tun hier. Okay, gehalt sie. So, jetzt runter zu den Bibern. Runter zu den Bibern. Genau, don't let them go away! Sind sie hinüber? Ja, sind tot! Nein, so! Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, das kann ich knicken. Das ist ja übel. Das sind 300. Eine 300 Mann starke 300 Männer Armee. Habe ich noch irgendwo Heilung? Nee, aber mit euch kann ich hier vielleicht noch was reißen. Mit Stern? Was mit euch? Oh, ihr habt noch Heilung! Ihr habt noch Heilung! Schnell! Schnell hinterher! Schnell hinterher! Oh, was mache ich jetzt gerade? Moment, 160. Eine Heilung habe ich noch. Lauf da rein! Attacke! Okay, wir sind schwach gegen das, was jetzt da ankommt. Weil ich nichts machen kann da unten! Ich kann nichts tun! Das ist so ein Scheiß! Genau! Eine Heilung habe ich noch. Vielleicht brauche ich sie. Ja, ich sollte vielleicht nochmal da reinlaufen. Nein, ihr lauft weiter nach... Ja, ist das Kotz am Kotzen! Lauft weiter nach da. Wie lange muss ich eigentlich hier überleben? Gibt es hier einen Counter? Ich sehe nichts. Normalerweise gibt es ja einen Counter, wenn ich überleben soll. Oh, 199, 114. Ja, das ist jetzt... Es ist eine ganz tolle Sache. Ich glaube, ich überlebe das nicht mehr, weil die Dahak ist ordentlich angeschlagen. Mal sehen, ob ich noch zum Sperrfeuer komme, weil hier hat sich mal wieder der Feind mal schön in die Ecke verrannt und ich komme hier nicht aus dieser Endlosschleife raus. 97. Boah, ey. Ich drücke gerade auf den Knopf, damit ich in der Hoffnung, ein Sperrfeuer aktivieren zu können, da auch irgendwas reißen kann. Ich kann jetzt nur hoffen, dass wir aufgrund irgendwelcher Umstände doch irgendwie besser dastehen als der Scheißfeind. Gerade sieht es noch einigermaßen aus, als könnten wir das Ruder noch rum... Wir haben es rumgerissen. Ich hoffe davon da... Ihr geht schön fein nach da... Nein, hör auf. So. Da bist du stark gegen. Ja. Oh, der Feind ist hier. Jetzt zeigen wir ihm, aus welchem Holz wir wieder geschnitzt sind. Wir nagen.
Seht eurem Untergang entgegen. Na, noch nicht ganz, aber halt. Die Zivilbevölkerung von Lelka wurde evakuiert, eure Hoheit. Bitte zieht euch sofort zurück. Dabei. Die Rebellen fliehen? Bah! Nehmt Lelka ein sofort. Greift euch alle Wertsachen. Tötet alle, die zurückgeblieben sind. Tötet sie. Tötet alle. Zeigt keine Gnade für diese verräterischen Abschaum. Tötet sie. Tötet sie. Tötet sie alle. Juhu, wir haben überlebt, irgendwie. Wir haben viel Geld verloren. Achso, nein, wir haben 90 Botsch übrig. Juhu, das hat sich gelohnt. Mehr Kämpfe. Alle haben gute Arbeit geleistet. Beide Städte wurden sicher evakuiert. Die Besatzer sollten ihren Fehler bald bemerken. Schließlich haben sie nicht zurückgelassen, wir nicht zurückgelassen. Aber haben wir damit nicht unser eigenes Grab geschaufelt? Über kurz oder lang werden Godwin und Arbus das Schloss angreifen. Er hat recht. Mir scheint, wir sind in einer verzweifelten Lage. Was schlägst du vor, Lucretia? Ich denke, wir sollten alle Sachen und Vorräte aus dem Schloss mitnehmen und gehen. Gehen? Lucretia, das soll mal ein Scherz sein. Ein Scherz, hä? Der Humor der Menschen wird mir immer ein Rätsel bleiben. Nein, das ist kein Scherz. Klingt mein Plan wirklich so verrückt? Denkt nach, was ist unser Ziel? Dieses Schloss zu schützen? Das Schloss zu verlieren bedeutet nicht notwendigerweise, dass wir besiegt wurden. Solange der Prinz und der Rest von uns wohlauf und kampfbereit sind, können wir den Kampf anderswo fortsetzen. Das stimmt. Und Lugas Flotte ist das einzige, was der Feind an Marine aufzuweisen hat. Auf den Flüssen sind wir im Vorteil. Wir haben noch eine Chance, wenn wir nach Wrathfleet zurückkommen können. Der Feind wird davon ausgehen, gesiegt zu haben, sobald sie das Schloss eingenommen haben. Er wird eine Überraschung erleben. Ich würde nur zu gern ihre Gesichter sehen, wenn sie bemerken, was wir getan haben. Was denkt ihr, eure Hoheit? Ich muss nachdenken. Ihr habt recht, eure Hoheit. Das ist eine sehr schwere Entscheidung. Bitte denkt darüber nach. Wie werden wir uns entscheiden? Denn, soweit ich weiß, hat diese Entscheidung weitreichendere Auswirkungen als viele andere Entscheidungen, die wir bisher trafen. Nun denn, wir erfahren es in der nächsten Folge von Let's Play Suikoden 5. Bis dann sage ich auf Wiedersehen, meine Lieben, und ciao, bis zum nächsten Mal.